Malte, liebe Freunde, willkommen auf dem Kanal Magna Farina. Ich bin euer René. Heute geht's wieder weiter mit unserem wunderschönen Kompakt. Ich habe endlich mal wieder Bock, richtig an dem Auto weiterzumachen. Beziehungsweise, wir machen nach und nach weiter. Ich habe ein, zwei Baustellen, Rost und Motor weiterzulegen, den kaputten Motor, damit wir den wegschicken können zum Planen und Honen. Und ein, zwei schöne Sachen am Schweller und die Stabi-Aufnahme vorne rechts. Fangen wir an mit dem Motor. Schwungrad muss weg, ich will da die Kurbelwelle raus haben. Dann den Öldeckel, den Kettenkasten wegmachen. Fangen wir damit an. Und nehmen wir los. Wir sind im Bus. Ich muss mich auch bedanken bei den Leuten, die immer fleißig spenden für den Motor. Willst du mich verarschen? Und es macht mich echt happy, dass da immer noch, obwohl das Projekt sich so lange zieht, Leute sich dafür begeistern und selber auch teilweise einen 316er tunen, um Leistung rauszuholen. Das war ja eigentlich mein Ziel, dass das mehr Leute machen. Na, es sind sehr viele E46 Leute dabei, die, weil der M43 B19 ja da hauptsächlich verbaut ist. So. Kupplung. Die Kupplung habe ich erst mal gemacht für ein paar tausend Kilometern. Ich dürfte eigentlich nichts haben. Die schaut noch aus wie neu. Druckplatte ist echt genau. Theoretisch, wenn ich eh auf verstärkte Kupplung gehe, brauche ich aber nicht mehr. Braucht jemand eine Kupplung? Ich würde die für 30 Euro abgeben, ist wie neu. 30, ja, und dann noch Versand machen wir 40 Euro. Die ist neu. Die ist neu. Also, neu. Da habe ich erst die ganze Arbeit gemacht, um ein Massenschwungrad einzubauen. Alles umsonst. Bisschen schade ist es ja schon. Ich muss mir unbedingt als nächstes Motorhalter, also Motorständer, Motorkran und Motorbrücke holen. So zu arbeiten ist halt echt scheiße. Jetzt ist ja eigentlich egal. Wieder eh geplant, gewohnt. Jetzt kann ich hier noch unten rumrutschen, aber später ist halt echt scheiße. Für den Zahnbau ist es besonders wichtig. Bis zum Zahnbau muss ich das alles haben. So, eins. Jawohl. Hier den Ring nehmen wir auch runter. Das sind auf jeden Fall. Okay, das ist eh schon locker. Okay, da kommen wir nicht ran. Da muss erst der Deckel da weg. Das Blech hole ich auch neu. Schaut mir nach 13 und 10 aus.
Aber der Kurbelwellenzimmerring schaut fast aus wie neu. Ein Wunder, dass der nach 300.000 Kilometer noch dicht ist. Die Schrauben drehen wir gleich wieder hinein. Also muss ich mir auch gleich mal merken, Kurbelwellen, Simmering. Getriebeseitig müssen wir auch einen komplett neuen bestellen. Wir machen alles neu. Der Sensor ist schon neu, Klopfsensor noch nicht. Aber alles machen wir neu. Das Ding soll wie fabrikneu rauskommen, bloß mit ausschauen, als hätte er 300.000 Kilometer, weil die rostige Optik möchte ich behalten. Nun, aber auch interessant, wie frisch die noch ausschaut. Gibt es zum Glück als komplettes Teil zu kaufen. So, drehen wir den Motor. Eine Schraube brauchen wir. Schön zur Kamera. Das hier sind dann alles Zähne, größtenteils. Das ist eine 13er. Nochmal zum Schluss. Kettenkasten, einfaches Spiel. Darunter befindet sich dann die Ölpumpe. An der können wir leider nichts verbessern. Aber im Kettenkasten müssen wir jetzt halt auch aufpassen, dass wir da nichts kaputt machen. Weil neu das Ganze zu holen ist teuer bzw. viel zu teuer. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. So, wo hängt es noch? Ich mache jetzt aber noch das Ölfiltergehäuse weg. Hier bin ich ja wie gesagt am Überlegen, weil ich brauche ja einen Ölkühler, wäre optimal. Also entweder ich lasse den Ölkühler extern laufen, nur dass der Ölkühler den Turbolader kühlt, wäre auch eine Option, weil das ist, bringt auch wahrscheinlich viel. Und oder eben vom normalen M43 gibt es diese Öldeckel, wo man Ölkühler anschließen
könnte. Das muss ich erstmal nachschauen, ob das dann soweit passt. Soll, aber ein, zwei Leute haben gemeint, es soll passen. Da mache ich mich auch nochmal schlau. Anderer Motor halt. So, dann ist der Motor schon fast nackig. So, die alten Plastikwasserschläuche kommen hundertprozentig auch neu. Dann kann man sagen, das kommt in den Müll raus. Wobei so eine kleine Reinigung vom Motorblock wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn ich den lackiere, welche Farbe könnte man denn machen? Weil Rot ist zu doof, Gelb ist zu doof. Silber wäre cool. Oder welche Farbe würdet ihr für den Motorblock nehmen? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin gerade echt motiviert. Einmal. Schiene, die Kette, den Kettenspanner. Das habe ich ja schon soweit alles. Da ist er sogar schon rausgebrochen. Jo, der ist gebrochen. Das ist halt auf jeden Fall das, was man nicht mehr braucht. Sehr schön. Au, au. Was ist das? Weil irgendeine Undichtigkeit an einer unrelevanten Stelle. Ja, das führt zu nichts. Es ist einfach nur festgetrocknetes Öl. Gut. Kettenkasten auch ausbaut. Brauchen wir noch.
Oh. Die Hauptlage schon jetzt auch nicht mehr so prickelnd aus. Falls das die Kamera auffangen kann. Nee. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Gehen wir das Ganze mal beim Motorenbauer ab. Der soll mal sagen, was er von der Kurbelwelle hält. Zur Not, wir haben noch eine zweite. Ja. Schmeiß mal dann alles mal in den Golf mal. So, normalerweise. Normalerweise. Komm! Jawohl. Haben wir da die Kurbelwelle. Ah, das Lager hat es gefressen. Ei! Hier löst sich das Lager schon auf. Hat aber noch eine gute Schicht beieinander. Auf jeden Fall, das kann man getrost kaputt nennen. Ja, auf jeden Fall, da brauchen wir auch neue Hauptlager. Gar keine Frage. Das kann so zum Motorenbauer. Vielleicht kann er uns auch eine Versteifungsplatte machen. Wäre cool. So. Jawohl. Einmal. Ich markiere mir mit einer Schraube die Kurbelwelle, die gut ist. Motorblock, Kurbelwelle, sollte eigentlich reichen. Ich nehme die Schwungschreibe auch mit, dann kann er quasi die Kurbelwelle mit Schwungschreibe feinrupfen. Noch ein paar Schrauben. Ab zum Motorenbauer damit. Das nächste Mal, ich besorge mir jetzt auch Bohrer. Dann mache ich hier den Rost noch weg. Mit Rostumwandler habe ich schon. Und weil das ist eigentlich schon alles geschweißt. Das ist nur Oberflächenrost. Und dann sollte das für die Zukunft auch wieder passen. Ansonsten war es ein kurzes Video. Auf jeden Fall, der Blog kommt jetzt dann demnächst zum Motorbauer, zum Plan, zum Hohn. Kurbelwelle mal nachprüfen lassen, ob alles passt. Zur Not feinwuchten und bla, keine Ahnung. Mit dem, wie es dann mit dem Kurbelwelle Härten ausschaut finanziell und so weiter, das schaue ich dann einmal. Das wird jetzt auf jeden Fall als nächstes gemacht, auch mit dem Zylinderkopf. Und dann wäre eigentlich mit
Lagerschale, wenn die fehlen mir noch, die Hauptlagerschalen fehlen mir noch. Und wenn dann alles bearbeitet ist, fehlen mir eigentlich nur die Kolben. Dann kann der Motor rein theoretisch schon mal so zusammengebaut werden, dass er eigentlich nur reingehangen werden muss und dann Turbolader, Umbau und so weiter, ECU und so weiter. Es fehlt ja nicht viel. Es sind bloß die teuren Sachen, die alles so langwierig machen. Aber wird, ich habe schon im Kopf, ich will den schon Zambauer. Aber ich bin dann kurz am Überlegen gewesen, ob ich die Originalkolben wieder nehme. Aber dann gebe ich kurz Ladedruck drauf und dann ist alles am Arsch. Oder trage dann halt nur mit 250 PS ein. Aber dann laufen die Kolben halt an der Leistungsgrenze. Ist halt auch scheiße. Egal. Ich lasse mir Zeit bei dem Projekt. Ich mache Feierabend, ich bin müde, ich wasche mir jetzt die Hände. Es war jetzt ein kurzes Video, denke ich. Aber jetzt haben wir mal gesehen, wie der Motor komplett, der Block komplett nackig ist. Sieht man auch nicht so oft. Gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Servusle unter die.